Viermal hat's geklappt, viermal Tor des Monats im letzten Jahr für einen FC-Akteur. Unter dem Strich heißt das, vier potenzielle Schützen zum Tor des Jahres. Wir haben drei der vier Akteure zusammen in einen Raum gesetzt und ihre Aufgabe war, die Tore noch einmal für euch zu bewerten. Auf einer Skala von 1 bis 10 ging es um Technik, Kraft und Extravaganz. Wahnsinn. Und jetzt? Auch zählt auch der Jubel so mit Zunge, zählt das auch, oder? Das ist die Extravaganz dazu. Der Jubel ist 10 auf jeden Fall, ne? Mit der Zunge raus. Timo Horn gelaufen, mein alter Kamerad da, Zimmerkollege. Müssen wir die Medaille dann mit dem Torwart teilen, ne? Also mit der Medaille, ne? Ja, wie gewinnt das Tor des Jahres im Torwart teilen von Freiburg. Meisterschaftsspiel? Finale, ne? Das Wieder der Baumann. Auch Jubel, oder was? Ja. Jubel, ja, musst du ja finden, ne? Wir sind 12. Sehr gut.
nicht besser. Ich hoffe, was beteiligt bin. Hast du was gesehen? Sagen, ne? Ja, ne, Flo, ne? Ja. Interne FC-Wahl konnten die beiden Youngster für sich entscheiden. Der FC-Nachwuchs liegt mit 76 Punkten auf dem ersten Platz. Marcel Schuhn und Lukas Schepanek vor den beiden Bundesliga-Profis Lukas Podolski und Christian Clemens. Wer es aber wirklich werden wird, das könnt ihr noch bis Mittwoch 24 Uhr mitentscheiden. Jede Stimme zählt auf www.sportschau.de. Wählt jetzt noch euren FC-Favoriten zum Torschützen des Jahres 2011.